Wir sind in München und wir haben das schönste Wetter überhaupt. Wir sind auf der IAA und heute beim BMW Open Space und ich nehme euch heute mit auf einen kleinen Rundgang. Leute, ich stehe hier gerade neben der Zukunft, der BMW Vision Neue Klasse. Das ist voller Inspiration, wie die neue Designlinie von BMW aussehen kann oder wird. Also hier sieht man wirklich die neuesten Innovationen. Wenn wir mal einen Blick reinwerfen, riesen Touchscreen, also das sieht echt aus wie so ein riesen Fernseher. Das Lenkrad sieht wirklich aus wie zurück in die Zukunft, das ist so cool. Und man hat auch das Gefühl, das ist wie so ein kleines Spaceship. Ich bin gespannt, was wir davon alles umgesetzt sehen bei den neuen BMW-Modellen. Der i5 hat etwas, was die anderen Autos noch nicht haben, und zwar einen blickinduzierten Spurenwechsel. Das bedeutet, wenn ich hier drin sitze und ich möchte die Spur wechseln, reicht eigentlich ein Blick in den Seitenspiegel und das Auto fährt alleine rüber. Wir kennen es alle, es gibt manchmal einfach so verdammt enge Parkplätze, aber dafür gibt es jetzt auch eine Lösung. Und zwar können wir einfach per Smartphone das Auto selbst einparken lassen. Und einer, der natürlich auch nicht fehlen darf, ist der i7, die Luxusklasse von BMW. Mein persönliches Highlight, der Riesenscreen und natürlich so viel Beinfreiheit wie nur möglich. Hier beim Open Space gibt es ein mega cooles Feature, und zwar könnt ihr hier auf dem Megami einfach ein Selfie machen und dann werdet ihr im Film integriert und ich probiere das jetzt mal aus. Okay, jetzt wird mein Film erstellt. Und dann bin ich gespannt, ob man mich da oben gleich sieht. Ist das witzig! Also ihr habt es gesehen, hier gibt es so viele coole Highlights. Übrigens auch total schön für Familien hier hinzukommen, denn es gibt eine kleine Schnitzeljagd für die ganz Kleinen. Kommt doch einfach mal rum, schaut es euch selbst an. Vor allen Dingen mein persönliches Highlight, den BMW Vision Neue Klasse.